Hallo, was geht weiter? Hallo. Mit dem Marcy Gamer in der Beschreibung. Hallo. Und gegen den Lauschanlung. Ich wollte ihn hier auch dabei haben, weil... Lauschanlung. Vor allem bei der Quest, die geht jetzt etwas länger vermutlich. Und ich will auch seine... Oh, ich will sehen, wie er hier drauf reagiert, weil er kennt ihn noch nicht. Lauschanlung. Er kennt ihn noch nicht. Und das finde ich cool, weil es ist ein Special Monster. Und, oh Gott, ja natürlich, haut er gleich ab. Der hat einfach... Der fucking Pekko hat ein... Okay, ja, du mich auch, Pekko. Was denn? Egal, nee, der hat... Nee, ist nicht so wichtig, lass uns rausgehen. Okay. Und dann siehst du den guten Lao Shan Lung in seiner wundervollen Pracht. Doch, er ist noch nicht mal da, okay. Was wir jetzt machen ist Kanonen. Die kennst du aus der Welt. Den musst du hier... hinten rein tun, auch wenn es, schauen wir mal, ob es schon voll ist. Ach, hier bei den Dingern, aber es ist jetzt voll, okay. Oh, shit. Egal, was war lassen. Ist nicht so schlimm, ist voll, okay. Nicht nochmal aufsammeln. No, es können immer 3 Leute reinwerfen. Und da ist er schon da links, da kommt er ganz langsam. Der Pekko hat auch schon seine Bomben hingelegt. Es ist ein sehr, sehr special Monster, wie du siehst, er ist riesig. Okay. Ich geh mal zur Balliste. Ja. Ja, der... Werden wir den nur mit den Bomben besiegen oder auch nach... Später gibt's auch noch mehr, beziehungsweise jetzt so kann man ihn teilweise auch schon so ab... anschlagen und so. Aber später gibt's dann mehr. Jetzt ist erstmal die Zeit, wo man tatsächlich ihn mit Kanonen abschießt, außer die 2 da vorne, die greifen auch jetzt schon an. Könntest du theoretisch auch machen, wenn du willst. Ja, denen ihre Waffen sind natürlich besser als meine. Ja, das macht aber keinen Unterschied. Schaden ist Schaden. Das heißt gar nichts machen. Es gibt auch irgendwo Ballistenmunition. Ich habe jetzt am Anfang welche gehabt. Man kann die auch aufsammeln. Dann kann okay, man mit einer Balliste schießen. Ja, muss aber aufpassen. Der kann, glaube ich, ganz schön wehtun. Also, wenn du Schaden genommen hast, solltest du dich heilen. Egal wie viel Dingens du auch noch hast. Leben. Okay. Wer jetzt nach oben schaut, der gruselige Lauschanlung. Okay. Ich hab auch schon Bomben genommen, dass ich so ready habe, sobald geschossen wird. Okay. Aber wie du siehst, es ist ein sehr großer Gegner. Ja, der ist richtig riesig. So was finde ich immer cool. Wir können später auch noch auf seinen Rücken rauf, tatsächlich. Okay. Aber das braucht noch eine Weile. Ach ja, ich erinnere mich daran, ich habe das gleiche Spiel auf Japanisch gespielt, bevor es rauskam, wir haben ein Projekt gemacht. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Ja, ja, doch. Und das war natürlich nice. Und ja. Da habe ich zum ersten Mal gegen den gekämpft. Also Leben war ja nicht so viel, weil es ja auf Japanisch war. Aber ja, gut. Du wusstest ja, oder ihr wusstet ja, was ihr machen musstet. Nein, wir mussten so Trial and Error-mäßig rausfinden. Wir kannten natürlich Monster Hunter. Und von dem her hat das so funktioniert. Aber wirklich, wirklich krass, wir wussten jetzt auch nicht. Man merkt halt, man weiß halt so Dinge, wie die grünen Dinger sind Tränke. Und dann mussten wir auch ein bisschen übersetzen mit Google Übersetzer App. Die ist ganz cool, da kann man mich nämlich einfach drauf zeigen und dann übersetzt es direkt. Aber ja. Die ist auch etwas, naja, komisch manchmal. Naja. Der hat auch schon Lung, der bewegt sich gerade. Er versucht Richtung Gebiet 2 zu gehen. Oh mein Gott. Achso, das könnt ihr bewegen, das Teil. Jo. Wie weit geht denn das? Ich komme ja schon, oh Gott. Oh, geht das so weit, ey. So, jetzt habe ich aber doof, dass ich schon das Ding jetzt hier genommen habe. Okay. Das Ding schon voll? Ja. Ich kann jetzt meins auch nicht reinlegen. Ich hoffe, dass ich meine Bomben nicht verliere. Weil ich kann die natürlich nicht einfach auf den Boden legen. Schau mal, der Lauschanlung, er bewegt sich wie ein kleines Baby. Egal. Er bewegt sich ziemlich langsam. Was gibt's denn bei dir? Du hast jetzt Doppeltling? Du hast in dem Spiel ganz am Anfang viel angefangen mit Großschwert zu spielen. Ja, ich bin immer noch ein Großschwert-Fan. Mhm.
Dann. Gab's sonst noch was? Langschritt. Weiß gar nicht. Auch in Langschritt dem Spiel? Monster Hunter. Nee, Monster Hunter. Du meinst Iceborne? Ja, Monster Hunter World, mein ich. Okay. Iceborne World, ja. Habe ich Langschritt getestet. Ich finde es auch cool. Aber bei mir ist es so, wenn ich mit dem Großschwert so richtig stark weiß, so richtig Damage war, das ist so ein gutes Gefühl manchmal. Und du richtig draufschlägst und der Monster so kippt um oder nimmt richtig viel Damage oder du machst den letzten Schlag, der ist schon geil. Aber klar, mit Großschwert ist man immer halt anfälliger, das ist das Problem. Ja. Ja, kommt drauf an. Stimmt, in hier in dem Spiel finde ich, dass man Langschwert auch sehr, sehr gut, sehr blöd erwischt wird teilweise. Fuck, das war, ich bin gerade zu dumm zum Denken. Was ich sagen wollte, ist, dass man nicht so gut ausweichen kann in dem Spiel hier, weil hier geht es auch recht langsam, man hat nicht diese komischen, krassen, vielen Special Moves, eher weniger. Ja, deswegen. Ja, keine Ahnung, also. Und, ich weiß, glaube ich, dass es in Wise zum Beispiel, ich denke mal eher entweder das Schwert und Schild spielen werde oder das Großschwert nehmen werde. Ich tue mich da jetzt noch absolut gar nicht festdingsen irgendwie. Einfach nur, es gibt. Es sind aber, ich denke mal, kein, oder gibt es jetzt speziell neue Waffen? Nein. Es gibt ja jetzt schon so viele und. Die haben irgendwie mal festgelegt oder ganz klar gesagt, wir wollen keine Waffen raushauen. Von dem her haben die immer viel zu tun mit den jetzigen Waffen. Ja, deswegen. So. Ah ja. Keine Ahnung. Ich will immer mal schauen. Ich hoffe, in Rise komme ich wieder daran, ganz viele Waffen zu spielen. Ich finde es auch cool, dass sie halt die mehr oder weniger überarbeiteten Waffensysteme auch so verwenden. Einfach, also, dass die Insektengeläfe auch spielbar ist, sage ich jetzt mal. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Insektengeläfe in dem Spiel hier, absolut gar nicht. Ich habe die auch in Monster Hunter World gespielt, aber am Anfang, also so Mitte Monster Hunter, aber ich bin jetzt auch so nicht der extreme Fan davon. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Hier ist die irgendwie. Ich bin kein Fan. Es gibt Leute, die können die natürlich voll toll spielen, haben Spaß damit, gut. Ich persönlich bin leider, naja. Ich finde die in World um einige angenehmer. Ja. Ja gut. Jedem das seine. Aber ich natürlich sagen. Ich habe die noch nicht gespielt, aber in World spiele ich die jetzt auch so nicht mehr. Ja. Ach ja. Ja, rumdackelt. Bin auch gespannt, was das dann für große Monster gibt und so. Und ob der Lagiakos wieder zurückkommt. Der ist in Volt nicht dazu gekommen, weil es komisch ist, den zu programmieren, weil so viel von seinem Körper auf dem Boden ist. Und weil der Boden in Volt halt so uneben ist. Von Höhe und alles mögliche. Ich weiß nicht, wie es dann beim bei Rise ist, ich hoffe, der kommt zurück. Es ist einer meiner Favoriten. Der Lagiakos. Okay. Naja, ich bin auch gespannt, was es dann für große Monster gibt. Ich vermisse Yen Moran und so. Kennst du, glaube ich, gar nicht. Nee. Yen Moran. Ah, oh, schön geiles Monster. Es gibt auch. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Es gibt auch so eine riesige Megaschlange. Aus Monster Hunter 4 ist da, glaube ich. Weiß nicht, ich glaube, es ist 4. Der ist auch ziemlich cool, der Hunti findet den sehr nice. Hast du so Monster, das wäre cool, wenn du die auch mal sehen darfst. Ja. Das ja gut. Ja. Mein Lieblingsmonster zum Beispiel in Monster in der World Iceborne ist Zafirjiva. Einfach weil das so nice ist und die Musik dabei, also diese. Oh, es ist einfach wow, es ist unglaublich. Ja, glaube ich dir. Werde ich ja mal sehen, wenn ich dann auch mal mehr spiele. Ja. Ja. So viel Zukunftszeug. Ich bin auch so unglaublich happy, dass Monster Hunter hier beliebt geworden ist. Es war ja auch einer von den Spielen wie fucking Fire Emblem. Die Spiele, die sehr viele davon sind, erstmal nur in Japan rausgekommen und so. Und dass die überhaupt rauskommen, ist schon fast ein Wunder. Und
wären die noch viel schlechter verkauft worden hier bei uns, dann wären die auch nicht mehr hier rausgekommen. Das wäre kacke, weil Monster das geil. Ja, aber verkaufst du ganz gut hier, oder? Gerade durch World auf jeden Fall. Und allgemein, ich glaube, seit Try Ultimate hat angefangen, ein bisschen besser zu verkaufen wieder. Aber ich bin mir unsicher. Ich glaube, oh, warte mal, kann man. Oh! Hier kann man gleich einen geilen Supermove machen. Was ich sagen wollte. Fuck, was soll ich sagen? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, es gab irgendeine krasse PSP-Version, die sich super krass gut verkauft hat. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber. Ja. Es hätte eine sehr große Chance geben können, dass wir kein Monster Hunter mehr bekommen würden. Bekommen hätten würden. Boah, Deutsch ist schwer. einfach, weil es teilweise, ja, ist eher die Spiele hauptsächlich in Japan rausgekommen sind, dann 100 Jahre gebraucht haben und bla bla bla. Und. Ui, der liegt auf dem Boden. Moment, habe ich eigentlich auch noch. Ne, der Demolierer kann er jetzt nicht. Aber was ich machen kann, ist. Oh, warte, ich muss hier direkt dran. Ne, ich hab doch. Ach nee, der Pekko, der Drecksack, hat einfach beide genommen. Ah, dann kann ich es natürlich vergessen. Ja, er hat beide Binder genommen. Ich habe etwas wirr geredet. Ich bin möglicherweise. Ja. Nicht ganz kopfbereit. Ja. Ja, so. Okay, und bei diesem Song geht es einfach allein nur dadurch, diese Kugeln am meisten Schaden zu machen, ne? Jetzt am Anfang, ja, außer man hat echt gute Waffen, dann kann man auch so ihn angreifen. Ja, also ja. Später gibt es dann auch noch eher Momente, wo man gegen kämpfen kann. Das ist so das Anfangs. Dingens. Und auch vermutlich der Hauptgrund, warum vorhin zu dir gesagt wurde, dass es eine langweilige Mission sein soll. Ach so. Weil wenn man den jetzt mehrfach, wenn man ihn farmen will und so, dann braucht er natürlich eine Weile. Ah, okay. Aber ich finde, wenn man ihn das erste Mal macht, ist eigentlich ziemlich cool, einfach weil er so riesig ist und alles. Ja, das stimmt. Interessant ist er. Ja, schon ziemlich riesig, finde ich, ja. Aber. Ja. Ich glaube, an den Savijima kommt ja auch nicht rein. Von der Größe? Ja, von der Größe, ja, aber vom Kampf her. Ach so, ja, gut, okay, ja, klar. Ja, gut. Ja, ja, ist ganz anderes. Ja. Da ist der um einiges gechillter. Ist auch ein recht altes Monster. Ich glaube, im zweiten Monster da gab es ihn schon. Irgendwie so. Bin mir nicht 100% sicher, ich glaube. Auch mit dieser Passage wie jetzt hier? Was? Auch mit dieses, was wir jetzt hier machen, so? Ich glaube, da war es noch schlimmer. Da gab es, glaube ich, nicht mal Kanonen und sowas. Da musste man den tatsächlich langsam irgendwie so kaputten. Was gar nicht so einfach war. Ja. Aber wie gesagt, ich bin mir da absolut. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob. Ich habe ihn nie selber bekämpft. Ich glaube, ich. Nee, der war, glaube ich, sogar. Wenn ich so drüber nachdenke, war das sogar im allerersten Monster Hunter? Absolut unsicher. Müsste ich mal nachschauen. Aber das kann jetzt auch großer Bullshit sein. Oh, ich ball ab. Oh. Okay, dieses Teil kommt ja jetzt nicht weiter. Wie weit müssen wir denn? Ach, bis er rausgeht, oder was? Genau, dann können wir zum zweiten Gebiet. Aber der ist jetzt auch fast schon im zweiten Gebiet. Der wird jetzt schnell da rüber popeln. Jetzt können wir schon mal wieder zurück zum Lager. Okay. Und dann braucht er ein kleines bisschen. Dann kommt die Ruhe vor dem Sturm. Jo. Ah, hier ist es. Ach genau, so. Und jetzt. Ich bin. Aussehen. Ich wollte nicht auf dem Boden. Und dann gibt's, warte, hier hinten lang. Hier ist auch ganz cool, hier gibt's auch so Waffen. Kennst du das Großschwert? Das ist recht, ja, das gibt's ich, recht ja. häufig. Und die anderen, ja gut, das sind so, ich weiß nicht. Das sind normale Armbrüste. Schau mal einer an, warum dürfen wir die nicht benutzen? Und ganz oben, schau dir das Schwert an.
Wow. Oh ja, egal. Oh. Kamera? Okay. Dann lass uns in Gebiet 2 gehen. Und dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier ist jetzt, wie gesagt, Ruhe vor dem Sturm. Hier können wir auch Ballisten machen, schießen und bla bla bla. Wenn er unter der Brücke ist, dann können wir auf seinen Rücken drauf hüpfen. Wenn ihn da gut angreifen. Wobei ich ganz genau weiß, wir haben zwei verdammte Schwert- und Langschwert-Leute bei uns. Und die werden uns beim Angreifen so auf die Nerven gehen, weil wir da nicht mehr angreifen können. Aber ja gut. Oh, da kommt er. Oh ja, da kommt er wirklich. Du. Du, du. Du. Die Musik ist auch cool. Ja. Und hier ist ein Drecksack. Ein Drecksack. Na gut. Der braucht ganz schön lange, aber bis er ankommt, ne? Ja, der braucht ein bisschen eine Zeit. Okay, hier ist auch schon voll, eigentlich kann man. Ja, ich würde jetzt natürlich auch gern auf ihn drauf schießen. Ich nehme mal die andere Balliste einfach. Wow. Die Musik finde ich aber ziemlich nice bei ihm. Kann ich hier irgendwie anders machen? Oh ja, schau mal. Ja, ich. Warte. Oh! Meist, ich bin voll gut. Ich komme aber runter, die schießen. Oh Gott. Das Problem bei diesen Ballisten ist, es kann halt nur einer gleichzeitig ran, glaube ich. Okay. Aber ich weiß auch nicht, ob du überhaupt Muni dabei hast, aufgehoben hast. Ja, doch, habe ich, aber egal, schieß einfach, schieß. Ja, mein letzter Schuss kommt jetzt. Du musst. Okay. Steuerung ist etwas komisch, du musst recht weit nach oben zielen. Die Schüsse schieß. Fallen weit nach unten ab. Und der Pekko ist tot. Schieß. Also mit tot meine ich, er ist rausgeflogen. Oh. Ja, gut. So, ja, dazu. Schuss! Schuss! Wir mussten Schuss. Den auch schon zu zweit machen, den Kollegen hier. Ja, wir haben ja Hundi noch und wir haben dich und wir haben mich. Richtig. Okay. Oh mein Gott! Oh! Ich komme auch wieder, ich habe noch 5 Schuss eingesammelt und dann gibt's oben Action. Oder Marcy oben ohne Action. Okay, ich bin hoch. Ja, der macht jetzt gerade auch hier die Balliste rechts kaputt. Oh, das war daneben. Okay, schau mal, bist du schon an der anderen Seite? Wo bist du? Ich komme wieder hoch. Ja. Ach, du bist unten. Wenn er eine Balliste kaputt macht, das habe ich herausgefunden, und man auf der Balliste drauf ist, dann tötet er einen einfach. Doof, oder? Aha. Ja, was blinkt denn der Hund dir? Weil wir drauf sollen. Ja, du bist etwas früh, aber gleich können wir auf ihn drauf. Okay. Übrigens eine kleine Info, ich habe meine Feuerschwert und Schild immer noch, weil ich keine bessere Waffe habe. Ja. Also. Können wir drauf? Ja, und hier kann man sammeln. Oh mein Gott! Hier kannst du looten. Einfach. Auch ein Monster drauf und ihn. Einfach auf der Monster drauf. Und einfach halt ihn ausluten. Ja. Krass. So, und wenn du gelootet hast, kann man theoretisch angreifen, aber hier bald mal ab. Oh. Oh mein Gott. Ich bin froh, dass der Drecksack Hunti keinen Hammer dabei hat. Aha, ist runtergeflogen. Dass er keinen Hammer dabei hat. Du könntest sogar in Demon Mode gehen und würdest gar nicht abprallen. Also, wenn du deine Kombi machst. Oh, okay, er hat das Ding jetzt. Er hat. Du solltest dich heilen. Er hat. Marcel, du solltest dich wirklich heilen, weil wenn er nochmal sowas macht, dann bist du tot. Ja, warte, ich heile mich nicht. So, ich bin froh, dass. Oh, wir haben den Rücken kaputt gemacht. Sehr nice. Okay. Oh, schon wir! Vorne rechts. Ja. Yeah. Boah, ich hoffe, wir dürfen gleich den Mega Laser machen oder was auch immer. Ich weiß nicht mehr, was man da macht, ob man da einen Laser macht oder. Nee, Dragonators. Mit B. Ah. Autsch. Achso. Ah, mit B. Ah, yes. Okay. Ich hab keine Lust.
Mal gucken, wie sieht's mit dem Kanone aus? Leute, zeig mal. Hat der Hund dir die geschossen, aber nicht nachgefüllt? Was ein Luder. Und dir das Luder. Schlimm mit ihm. Okay, wir müssen jetzt gucken. Ja, jetzt wird der Dragonator gemacht. Oh. Jetzt kommt die Musik. Oder? Ja, jetzt fängt's an. Oh, wir haben keine Bomben. Shit! Hörst du die Musik, Marci? Ja. Ich liebe sie. Mega. Das ist einfach die standardgeile, mega monsterner Musik. Wir sind am krass kämpfen. Richtig. So, Marci hat Bomben, dann kann ich draufballern. Ich hoffe, das ist Feuer schon, ja. Ja, du musst erst reintun, dann kann ich schneller schießen. Okay, Feuer. Und let's go! Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Was für ein Quitz. Oh ja! Ach ja. Ich bin unsicher, ich glaube, wir hätten hier auf bestimmte Sachen essen können. Und durch die feline Küche dann mehr Schaden gemacht. Bestimmte Skills, die ich gerade nicht mehr auswendig kenne. Jo. Okay. Lauf. Geladen und. Jetzt fahren! Angriff! Angriff! Boom! So. Er darf jetzt halt einfach die Burg nicht kaputt machen, ja? Muss mal gucken. Aber momentan läuft er nur in eine Richtung. Weil er behindert ist. Er darf die Burg nicht kaputt machen. Ja. Was passiert denn dann, wenn er die kaputt macht? Dann haben wir verloren. Ach so. Ja, ich freue mich, warte. Komm schon schneller. Ja. Schneller. Gleich ist geladen. Und Feuer. Let's go. Oh. Boom. Ja, rumzappelt. Da wieder mal so schnell. Ich finde ihn immer noch cool, auch wenn er recht lange braucht. Ja. Okay, okay. So, okay, dann war ich wieder oben. Schauen wir mal Questinfo. Und komm schon. Oh Gott, wir haben noch 13 Minuten Zeit. 13 Minuten noch, oh mein Gott. Ja, ich glaube, man hat hier nur 30 Minuten insgesamt Zeit. Feuern! Okay! Boom! Ah ne, aber ganz schön viel durch. Ja, wir sind auch nur noch 3 Leute. Weil Pekko anscheinend tot ist. Ich glaube, den hat's erwischt. Den haben die 7 Geißlein zu Gulasch verarbeitet. Ah, okay. Hast du keine Kanonendinger mehr? Nee, da ist keine mehr. Dann lass uns nach links gehen. Okay. Hui! Warte! Okay. Oh ja. Weil hier hinten sind auch wieder Kanonen. Ja. Ich geh schon mal vor. Oh, Steine fliegen vom Himmel. Ich hab eigentlich noch dichte Mark. Ich weiß gar nicht, dichte Markkohle, wofür war das? War das für den Supermove da? Keine Ahnung. Okay, schauen wir mal schnell. Jo. Pass auf, dass er auch richtig steht. Ja, er steht schon richtig. Feuern! Du hast hart daneben geschossen. Oh. Weil er geht jetzt wieder nach unten, pass auf. Okay. Nochmal, alle guten Dinge sind rein. Warte. Ja, ich komme. Besser wäre es, wenn wir weiter nach rechts könnten. Geht schlecht, okay. Nee, muss schieß mal. Jetzt? Ja. Okay. Nein. Das funktioniert so nicht. Er ist gerade am näher rangehen. Er ist leider ein bisschen doof, der Kollege. Okay. Gerade. Kann ich machen. Ich schau mal, wie sieht's aus? Ja, geht er jetzt wieder hoch? Ah, der trifft doch nicht. Nee, schau mal, der ist noch nicht. Achso.
Okay, jetzt ein Stück, ein Stück. Da muss man näher ran. Er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Noch nicht. Oh. Feuern! Let's go! Feuern geht's! Oh mein Gott! Das ist ja ein Schuss. Einmal weggeknallt. Schnell runter. Krass looten. Okay. Der hat, glaube ich, mehrere Lootstellen. Bin mir unsicher. Einfach da looten, wo Hund hier lootet. Der weiß Bescheid. Ich weiß nicht, ob er mehrere Lootstellen hat. Und... Ich weiß, man kann ihn recht häufig looten. Glaube ich auf jeden Fall, ich hoffe es. So, das war der Lauschan Lung. Der Master Gamer. Okay, okay, hier kann man ihn auch gleich wieder weiter looten. Nice. Ja, Discord haben wir in der Beschreibung, wenn ihr auch mal mitspielen wollt. Richtig. Ich suche für Aufnahmen hin und wieder mal Leute. Wie jetzt zum Beispiel hier, da habe ich es nämlich einfach in Discord reingeschrieben, wer Bock hat. Gibt es noch eine Stelle? Oder war es das? Ich glaube, der hat nur zwei. Auf jeden Fall. Oh, nice. Längere Folge. Eine Mission. Ja, war nice. Ja, schaut auch bei Marcy dabei. Beschreibung, Beschreibung. Ich beende jetzt aber diese Folge gleich, nachdem wir die Belohnung gesehen haben. Alles klar. Die Box hier, ja, ich habe nichts Spezielles. Ich habe aber, glaube ich, was Krasses gelootet gehabt von ihm. So, das war's dann hiermit. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.